sondern trotz Beethovens Neunter. 1823, als Beethoven dieses Werk vollendete, war es das Alleräußerste, was man sich damals symphonisch vorzustellen wagte. Und vielleicht haben deshalb seit über 150 Jahren alle neunten Symphonien etwas Unergründliches an sich. Es stimmt zwar, dass Franz Schubert 5 Jahre später gleichfalls eine neunte schrieb und auch sie war ein Meisterwerk, aber das konnte Schubert kaum ahnen, denn zu seinen Lebzeiten wurde keine einzige seiner Symphonien aufgeführt. Und außerdem, Schubert zählte seine Symphonien nicht, sie strömten ganz einfach aus ihm raus. Nach Schubert kamen Schumann und Brahms. Jede von ihnen komponierte nur 4 Symphonien. So stand keiner von ihnen vor dem Problem, in Beethovens gigantische Fußstapfen treten zu müssen. Aber Bruckner, wir lernen jetzt Minigeschichte, Bruckner stand vor diesem Problem. Er schrieb eine Neunte, eine großartige Neunte, aber er starb, ehe sie fertig war. Als Gustav Mahler vor seiner Neunte stand, schauen Sie, wir sind plötzlich im 20. Jahrhundert, hat er schon einen regelrechten 9. Symphoniekomplex. Sein Aberglaube bezüglich 9. Symphonien war so stark, dass er versuchte, sich selbst zu überlisten. Er nannte die symphonische Dichtung, die auf seine 8. Symphonie folgte, einen Liederzyklus. Es war natürlich das Lied von der Erde. Erst danach schrieb er seine offizielle 9., seine Übersymphonie, sein Vermächtnis, die eigentlich und statistisch seine 10. Symphonie war. Man staunt immer wieder, zu welchen Umwegen ein Künstler bereit ist, wenn er sich selbst betrügen will. Kurios, nicht? Nach Mahler kam keiner der Komponisten unseres Jahrhunderts über eine 7. oder 8. Symphonie hinaus, bis Dmitri Schostakowitsch vor seiner 9. stand. Damals, 1945, war Schostakowitsch der begehrteste Komponist der Welt, ein international gefeierter Künstler. Man sah seinen Werken mit der gleichen Spannung entgegen wie der nächsten enormen Hollywood-Produktion, vor allem in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs, als es zwischen dem Westen und Russland auch noch ein emotionelles Bündnis gab. Überall spielte man zeitgenössische russische Musik, Prokofjew, Khatschaturien und so weiter, aber vor allem Schostakowitsch. Er war so begehrt, dass sich die amerikanischen Radiostationen wegen der Erstaufführungsrechte an der Leningrader Symphonie, seiner 7., mit unglaublichen Summen überboten, bis schließlich NBC das Rennen machte und das Werk unter Toscanini aufgeführt wurde. Triumph! Also, Schostakowitsch stand vor seiner 9. Eine ungeheure Herausforderung. Noch dazu für einen Komponisten, der ein großer Bewunderer von Bruckner und Mahler und Schubert und Beethoven war. Aber die vielleicht noch größere Herausforderung lag darin, dass in diesem Jahr 1945 der Zweite Weltkrieg endlich zu Ende und das Böse endlich zertreten war. Dieser historische Moment verlangte sicherlich nach einer Super-Neunten, nach der 9. aller 9., nach einem gigantischen musikalischen Gegenstück zu Tolstois Krieg und Frieden oder sowas. Und im Grunde verlangte auch Josef Stalin danach. Aber auch bei dieser 9. Symphonie ging es nicht ganz mit rechten Dingen zu. Und das auf eine sehr merkwürdige, für Schostakowitsch aber typische Art. Er ging zwar seiner 9. weder aus Aberglauben noch aus Bescheidenheit aus dem Weg. Er schrieb im Gegenteil eine 9. Symphonie, die niemand hatte
vorhersehen können und die daher jedermann verblüffte. Ein kurzes, vergnügtes Bravourstück einer Kirtagsmusik, frohgemut verkündend: Hurra, der Krieg ist aus. Kurzum, Schostakowitsch, der so meisterhaft Symphonien gewaltigen Ausmaßes schreiben konnte, die seine siebente und achte beweisen, drehte mit dieser Komposition der traditionellen neunten Sinfonie eine lange Nase. Aber auch das tat er meisterhaft, sodass es geheißen hat, Stalin habe die lange Nase gegolten. Wenn wir jetzt gleich diese neunte Schostakowitsch spielen werden, könnte Ihnen die eine oder andere Stelle nicht allzu fröhlich erscheinen, vielleicht ein wenig melancholisch, ein kurzes Mal sogar unerbittlich streng, aber auch diese Passagen erweisen sich, hört man sie in ihrem Zusammenhang, als geistvolle Scherze, die zu dieser großartigen musikalischen Komödie humaine einfach dazugehören. Was wir also heute aufführen, ist eine Anti-Neunte. Ihr Anti-Held ist Schostakowitsch selber, drollig und verschwitzt. Man kann dieses wunderbare Stück in einer Reihe mit den vielen anderen anti-heldischen Theaterstücken und Kunstwerken nach 45 stellen, von Osbornes Blick zurück in Zorn über Woody Allen bis zur Mickey Mouse. Im ersten Satz, der jetzt kommt, nimmt sich Schostakowitsch Joseph Haydn zum Vorbild. Ausgerechnet Haydn, diesen kurzweiligsten, unzeremoniösesten, unprätentiösesten aller symphonischen Komponisten. Und er bedient sich mit Elan der klassischen Sonatenform. Exposition mit genauer Wiederholung, Durchführung, Reprise und Coda. Obwohl Schostakowitsch durchaus Witz besaß, ironisch sein und parodieren konnte, bediente er sich in diesem Werk außerdem noch eine besondere Art von Humor. Es ist ein Humor, der sich in vorlauten Tönen, pfeifenden Lauten, mutwilligen Betonungen und beschwipsten Phrasierungen ausdrückt, diesen köstlichen Ingredienzen musikalischer Überraschung. Schostakowitsch benutzt auch die bei Haydn allgemein übliche Orchesterbesetzung und verstärkt sie nur mit einigen Posaunen und etwas Schlagzeug. Und auch das nur des musikalischen Spaßes wegen. Ich glaube, bei diesem ersten Satz werden Sie sich vorkommen wie auf einer Party. Mehr, auf einer Surprise-Party. Thank you.
alles andere als Beethoven, nicht wahr? Vor allem, wenn man an die Neunte denkt. Aber Sie werden zugeben, dass es ein wohlgeratener Satz einer neoklassischen Symphonie war. Und außerdem stecken in ihm eine Menge Witze. Aber Witze kann man nicht erklären. Und es lacht nicht jeder über die gleichen Dinge. Ich hoffe nur, Sie haben wenigstens meinen Lieblingswitz in diesem ersten Satz begriffen. Es handelt sich um die Stelle, wo eine angriffslustige Posaune jene kleine pfiffige Weise immer wieder auf eine sehr wichtigtuerische Art ankündigt. Dieser nichtssagende Tusch, Papa, ist eine Art Selbstbekenntnis. Und wenn die Reprise kommt, ist der Posaunist so erpicht darauf, sich noch einmal zu produzieren, dass er zu früh losposaunt, ohne Rücksicht darauf, was der Rest des Orchesters spielt. Und seine Ungeduld ist so groß, dass er hintereinander 6 falsche Einsätze macht, bis ihm endlich beim 7. Mal der richtige gelingt. Jetzt kommt er. Noch 3 Mal hintereinander. Gibt es auf? Nein, 5 Mal und 6 Mal. Aber jetzt endlich gewonnen. Das ist wahrhaft witzig und von echter Situationskomik, a running gag, wie auf dem Theater, wenn zum Beispiel ein Schauspieler immer wieder im falschen Moment die Bühne betritt. Billig, jedoch prima. Genug der Witze. Im 2. Satz fehlen sie. Er ist eher versonnen und in einer sehr russischen Art und Weise melancholisch. Er spielt in dieser 5-aktigen musikalischen Comédie humaine die gleiche Rolle wie die leise Trauer, die die Komödien von Tschechow durchzieht. Jener eigenartig karg verhaltene Resignation mit ihren fortwährenden Pausen. Sofort zu Beginn des Satzes ist sie zu hören. Eine einsame Klarinett spielt die Melodie und die Bassgeige begleitet Pizzicato. Sie sehen, wie karg das ist, ohne Akkorde, ohne Harmonie, außer der, die unsere Fantasie dazu komponiert. An einer bestimmten Stelle verwandelt sich diese tschechowische Verhaltenheit in einem Walzer, was nebenbei auch bei Tschechow häufig passiert. Und hier finden wir plötzlich Akkorde, nostalgische Dreiklänge, die irgendetwas zu suchen scheinen. Aber was, kennen wir nicht. Es ist ein gespenstischer Walzer, der irgendwie an die Valse Triste von Sibelius erinnert. Aber es gibt Leute, die behaupten, dass mehr dahinter steckt, nämlich eine sehr persönliche Traurigkeit, die den langen und schwierigen Jahren entspringt, die Schostakowitsch unter Stalin durchlitten hatte. Vielleicht werden wir die Wahrheit nie erfahren. Wir wissen nur, dass diese Musik sehr persönlich ist und von niemandem anderen komponiert werden konnte als von Schostakowitsch. Diese 2 nostalgischen Einfälle, die karge Musik und der Walzer und Dora, wechseln einander ab, bis sie sich in eine süße Anmut steigern. In
einer bittersüßer Anmut, die uns an Tschaikowski erinnert. Und dann wieder zurückzusinken in die Schatten jener nur den Russen eigenen Melancholie, die wir so gut kennen und lieben.
nun hält der Humor wieder Einzug in Hülle und Fülle. Die drei letzten Sätze, alle ziemlich kurz, sind ohne Unterbrechungen zu spielen. Sie kosten alle Späße aus, von turbulenten Faschingstreiben, in dem auch ein quietschvergnügtes spanischer Fandango vorkommt, über Späße, die ganz plötzlich und erschreckend ernst werden, haargenau wie in den Komödien Tschechows, zu Späßen, die sich über die Musik anderen Komponisten lustig machen, vor allem über andere größere und seriösere neunte Sinfonien, Späße auch, die verstohlen und voll von Anspielungen sind, bis alles in einem einzigen Zirkus ausklingt. Diese merkwürdige Kombination, eigentlich ist es ein Taschenlexikon des Humors, beginnt mit einem strahlenden, schwirrenden Scherzo, voll von unbeschwertem, spitzig-anzüglichem Humor, über den Sie sich auch ohne Erklärung königlich amüsieren werden. Der Hauptspaß für mich, den manche von Ihnen vielleicht gar nicht so spaßig finden werden, ist aber folgender. In dem Augenblick, in dem diese ganze Fröhlichkeit ihren Gipfelpunkt erreicht hat, scheint diesem Scherzo unerklärlicherweise plötzlich die Luft auszugehen. Es beginnt zu verfallen wie ein Luftballon, der ein Loch bekommen hat. Vielleicht wäre das an sich noch kein sehr komischer Gedanke, würde nicht eine tolle Überraschung folgen, eine pompöse und gravitätische Verkündigung der Posaunen und der Tuba von knurrender und grausamer Majestät. Aus der Art und höchst verblüffend in diesem sonst so durchsichtig gewobenen Werk. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Ungereimtheit und Verblüffung die beiden Grundpfeiler des Humors sind. Denken Sie nur an die Marx Brothers oder an Charlie Chaplin. Einige Musikkritiker aber sind der Meinung, dass auch diese Stelle eine Anspielung auf das Ungeheuer Stalin ist. Ich glaube aber, dass Schostakowitsch sich auch hier wieder über den Weihrauch, der die neunte Sinfonie umgibt, lustig macht. Mir kommt es vor, als würde er sagen, ich weiß genau, was man bei mir bestellt hat. Eine ganz andere neunte Sinfonie, nämlich diese schwerfällige, protzige Art von Musik. So weiter. Und ich glaube, diese Überlegung wird von dem, was nun folgt, bestätigt. Auf diese todernste Herausforderung erwidert nämlich ein Fagott-Solo mit einer sehr persönlichen Antwort, als würde die einsame Stimme des wehrlosen Schostakowitsch sagen, ich nicht. Sein Fagott beginnt so. Das ist fraglos eine Anspielung auf Beethovens Neunte. Bam, bam, das soll ich schreiben, nicht in dieser Neunte. Jetzt noch eine Herausforderung der Posaunen, in einem noch stärkeren Befehlston. Und wieder antwortet das Fagott, wieder schüttelt es den Kopf. Und diesmal zitiert es Mahler, einen anderen neunten Sinfonie-Kobold.
Echt Maler. Das ist einfach die Summe und der Inhalt des ganzen kleinen vierten Satzes. Zwei Befehle, zwei negative Antworten. Nicht besonders witzig, sagen Sie? Ich sage, es ist ein glänzender, wenn auch ein sehr grimmiger Witz. Er könnte von Charlie Chaplin selbst sein. Vor allem im Zusammenhang mit dem, was nun kommen wird. Dasselbe klagende Fagott macht sich nämlich aus den Staaten und schleicht sich insgeheim in eine einschmeichelnde kleine Melodie ein, die zuerst gar nicht verrät, dass sie einschmeichelnd ist. Aber allmählich Impetus gewinnend, bis sie Stück für Stück vom Orchester übernommen wird, immer schneller und pikanter, bis sie schließlich fast wie ein Kankan vom Offenbach klingt. Von hier an ist alles reinste, unbeschwerteste Fröhlichkeit. Alles ist erlaubt, der totale Zirkus bis zum letzten Takt. Es geht los und have a good time. Thank you.
Kinder.